Hallo, heute geht es mal darum, wie man von seiner Arbeit möglichst schnell ein gutes Foto macht, das man in einer technischen Dokumentation weiterverwenden kann. Und ich habe jetzt hier einfach mal ein Modell. Das ist ein Block, in dem ein Bohrloch jetzt schon mal angefertigt worden ist. Und jetzt brauche ich dafür die Schnittdarstellung. Was werde ich also machen? Ich werde mir hier ein Schnittmuster hernehmen und werde sagen, ich schneide den Block jetzt ab. Dann entsteht als Ergebnis dieses. Und jetzt bräuchte ich davon die technische Zeichnung. Das habe ich auch schon mal vorbereitet, dass das etwas schneller geht. Das sieht so aus. So, und das möchte ich jetzt gerne auf ein Blatt Papier haben. Was ich jetzt sehe, ist hier unten in der Ecke, da ist die Größe des Raums, der hier dargestellt wird. Also hier steht momentan 122 mm. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bild mache, hat es genau die Höhe 122 mm. Da kann ich jetzt rein und rauszoomen. Das wären jetzt genau 100 mm. Und das wäre schon mal ganz gut. Dann wüsste ich, mein Bild ist 10 cm hoch. Wie gehe ich da jetzt vor? Ich kann hier oben im Menü aufrufen, Werkzeug, Bildschirminhalt speichern. Und da kann man jetzt ein Bild rausschreiben. So, wie komme ich aber jetzt hier unten auf diese 100 mm? Also wenn man hier so rein und rauszoomt, dann ist das ziemlich schwierig. Man müsste das irgendwie einstellen über die Kamera, über diesen Viewpoint. Und was habe ich da gemacht? Ich habe gedacht, da schreibt man ein kleines Skript wieder, der die Aufgaben erledigt. Schauen wir uns diesen Skript mal an. Der Skript heißt einfach Foto. Bekommt als Übergabeparameter eine Ausgabedatei. Er bekommt ein Maß, wie hoch soll das Bild sein? Im Standardfall 100 mm. Er bekommt gesagt, welches ist das Zentrum des Bildes in der XY-Ebene und das Verhältnis. 1,5 heißt also, die Länge ist 1,5 mal so groß wie die Höhe vom Bild. Also wären das dann 150 mm. So, diesen Skript, den ich da habe, den kann ich mir jetzt einfach reinladen, wenn ich den installiert habe. Dann nehme ich einfach die Konsole und sage hier Import Kamera. Und dann Kamera Foto. Und wenn ich jetzt gar nichts weiter sage, dann wird einfach, werden die Standardwerte genommen. Und das war's dann schon mal. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist ein Foto jetzt abgebildet worden und dieses Foto ist rausgeschrieben worden in das Verzeichnis Temp. Das schauen wir uns auch mal an. Jetzt hier ist Verzeichnis. Also, ich gehe in das Verzeichnis Temp und da liegt jetzt diese Datei und diese Datei, die ziehe ich mir einfach mal ins GIMP-Programm rein und dann sehen wir die hier. So, wie groß ist diese Datei jetzt? Schaue ich mir an, Bild, Druckgröße und hier stehen diese Angaben. Das ist jetzt ein bisschen verworren. Hier steht natürlich eine Auflösung von 96 Pixel pro Inch und die ändere ich mal auf 300. Ich möchte das Bild ja in der technischen Dokumentation verwenden. Und da sehe ich, mein Bild hat jetzt die Größe 150. Millimeter auf 100 mm. Das ist also genau das, was ich dann wirklich auch haben möchte. Man sieht hier auch nochmal in dem Bild drin einen Rahmen. Den habe ich mal eingestellt, auch auf die Höhe 100 mm. Und das Bild, wenn ich das jetzt irgendwo in mein Textdokument einbinde, die Druckqualität auf 300 dpi einstelle, dann kommt es 1 zu 1 auf Millimeter genau raus. So, was muss ich machen? Ich habe einen Skript, der liegt auf meiner Webseite und diesen Skript muss man dann einfach nur in das Verzeichnis auf dem Rechner, dort wo FreeCAD installiert ist, in das Mod-Verzeichnis kopieren. Man legt also im Mod-Verzeichnis ein Unterverzeichnis an und in dieses Unterverzeichnis hinein wird das kopiert. Steht auch im Text nochmal drin. Und hier ist der Aufruf dazu.